Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin fleißig. Ja, hier erstmal meine Low-Budget-Lösung. Mein Licht-Setup hier. Auf jeden Fall sehe ich so besser. Ich habe jetzt schon die Tür ausgebaut. Ich habe hier drinnen ein bisschen leer geräumt, den Teppich rausgeschmissen. Sitzbank bin ich bei, die abzuschrauben. Rücksitzbank, also die Rücklehne, die habe ich schon raus. Und allgemein hier alles mal ein bisschen leer machen. Hier ist noch eine Holzplatte unter. Deswegen muss ich erstmal das Gestell noch von der Sitzbank abschrauben. Dann muss die raus. Mal gucken, wie ich die hier rauskriege. Wahrscheinlich dadurch, weil die Tür kriege ich leider nicht komplett auf. Dann die Holzplatte hier raus. Ich bin sehr gespannt, wie es da unter aussieht. Ob wir da noch mehr Rost finden. Ich will jetzt hier wirklich Ballett machen. Ich will wirklich was schaffen. Manchmal muss man sich so ein bisschen überwinden, in die Werkstatt zu gehen, weiterzumachen. Aber heute mache ich auf jeden Fall weiter. Beziehungsweise ich habe schon weitergemacht. Ich habe das auf jeden Fall auch schon mal blank gemacht hier. Das hatten wir ja im letzten Video gesehen. Da waren die Schweißpunkte hier noch auf jeden Fall schon mal verschliffen. Die Bleche, die wir im letzten Video eingeschweißt haben, sehen mittlerweile so aus. Ich hatte das ja... Moment, wir haben es wieder ein bisschen dreckig gemacht hier. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel, aber so sieht es aktuell aus. Wir haben es grundiert. Sieht so ganz gut aus, denke ich, für einen Anfänger-Schweißer wie mich. Müssen wir natürlich alles noch abdichten von unten. Und hier oben kommt dann ja sowieso wieder die Gummimatte hin. Davon sieht man ja gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auf der anderen Seite weiter. Ich hoffe, hier sieht es nicht ganz so schlimm aus, auf der Seite wie auf der Seite. Zumindest haben wir hier diesen Rand schon mal nicht. Ich meine, hier sieht man schon was. Hier wurde anscheinend auch was drüber geklebt. Hier unten haben wir schon mal rumgepult im letzten Video. Also das Blech müssen wir auf jeden Fall tauschen. Habe ich auch schon da. Also diese Einstiegsstufe hier. Schauen wir gleich mal, wie es hier unter aussieht. Und ja, hier oben haben wir ja auch schon freigelegt gehabt. Das Loch ist zum Glück nicht so groß wie das auf der anderen Seite. Also hier reicht wirklich ein kleineres Blech. Und wir müssen nicht von hier an zuschweißen wie auf der anderen Seite. Gut, ich baue jetzt das Rad ab. Dann kommen wir hier auf jeden Fall nochmal besser ran. Legen das Ganze hier frei. Schauen uns auch gleich mal die Stellen an. Man sieht hier auch schon Rostansätze. Mal gucken, ob wir das erstmal blank machen und vielleicht so gerettet kriegen oder ob wir tatsächlich hier nachher auch schon durch sind. So ja, wie auf der anderen Seite auch. Weil dann müssen wir wirklich den kompletten Radlauf rausschneiden und hier einen neuen Radlauf auch einsetzen. Das würde uns auf jeden Fall wieder etwas nach hinten werfen hier. Ja, ich lege jetzt hier los. Wie immer, Leute, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr Bock auf den Content habt. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und los geht's hier. Feuer, Feuer, Feuer frei. Erstmal legen wir das hier frei. Knister, knister. Jo. Hier haben wir auf jeden Fall schon wieder so eine Schicht Spachtel hier. Okay, also mich wundert gar nichts mehr an der Karre hier. Anscheinend sieht das auf der Seite genauso aus wie auf der anderen Seite. Also, dass wir hier diesen Eimer ringsrum haben hier. Ach, scheiße, ey. Leute. Aufgeben ist definitiv keine Option. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir machen das auf jeden Fall. Ein Glück, dass ich erst die Seite fertig gemacht habe und jetzt die Seite anfange. Hätte ich erst beide Seiten freigelegt, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock darauf hätte. Oh Mann, ey. Eben noch gefreut, dass das Loch hier nicht so groß ist. Dafür wird das hier immer größer, die Stelle. Also ich glaube, ich muss ja wirklich, also hier vorne ist klar, da muss ich wirklich komplett hier hoch und auch wieder komplett hier rum. Naja, ist halt so, ne? Machen wir auf jeden Fall. Aber ich weiß, das wird viel Arbeit. Der hat das halbe Auto hier mit GFK nachgebaut. Das Auto besteht mehr aus Glasfaser als aus Blech hier noch. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die Seite auch so schlimm ist. Also wer mich Fuscher nennt, ne? Was war er denn hier? Er hat den Meister hier gemacht, auf jeden Fall. Im Fuschen.
Jo moin, wir haben es mittlerweile ein paar Tage später. Ich bin bei an der Doka, wir machen heute weiter. So sieht das aktuell hier aus. Ich habe sehr viel raustrennen müssen, wie man sieht. Habe jetzt fix nochmal die Kamera geholt. Eigentlich wollte ich es jetzt nicht nochmal groß filmen. Wir haben es auf der anderen Seite gesehen. Aber dadurch, dass doch ein, zwei Leute gefragt haben, wie ich denn vorgehe beim Bleche einschweißen, zeige ich das mal ganz kurz. Wie immer, aber Leute, ihr wisst, keine Anleitung, kein Tutorial, wie man Bleche einschweißt oder wie man dabei vorgeht. Die Leute, die geschrieben haben, wollten einfach nur wissen, wie ich denn vorgehe. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich jetzt, wie man hier sieht, schon mal angezeichnet. Ich habe mir dieses Blech hier, normalerweise war das Blech ein bisschen größer. Also hier war noch ein bisschen mehr dran. Und zwar, hier war noch die Kante so dran, also die Kante hier unten quasi, brauchen wir aber nicht, deswegen habe ich das abgeflext, weil diese Kante eigentlich noch relativ gut ist, also sie ist wirklich noch im Saft hier, sage ich mal. Hier haben wir natürlich ein bisschen Rost, aber das können wir abschleifen, gar kein Problem. Deswegen habe ich mir dieses Blech ein bisschen kleiner gemacht, um das einfach besser einsetzen zu können. Denn so hat man hier auf jeden Fall viel mehr Überblick, anstatt die ganze Kante hier. Dann müssen wir nämlich hier wegflexen. Wir nehmen extrem viel Stabilität, was ich ungern will. Und so ist es einfach besser einzuschweißen. Vor allem haben wir nachher, wenn wir hier diese Kante schweißen, eine schöne Rundung, die wir nachher schleifen können. Konnte ich auf der anderen Seite leider nicht machen, weil da der Rost hier schon weiter fortgeschritten war. Deswegen musste ich bis hier runter. Und da habe ich dann beim Schleifen gemerkt, dass man hier extrem beschissen rankommt durch diese Rundung, um das nachher schön zu schleifen. Auf jeden Fall sieht man schon, ich habe hier schon mal grob angezeichnet, was noch alles raus muss. Also hier nochmal einen Schnitt machen, das noch raus. Dann muss ich natürlich einmal hier lang. Das raus und dann bis hier, glaube ich, circa war das jetzt. Ich meine, wir müssen hier sogar noch ein bisschen höher, weil das auch schon ein bisschen angegriffen ist hier. Ich will wirklich so viel Roststellen wie möglich hier raustrennen. Umso mehr Rost wir nämlich lassen, umso mehr Rost ist dann nachher natürlich weiter. Ne? Genau, also so gehe ich vor. Ich schneide das jetzt hier einmal raus und dann werde ich das Blech hier halt einschweißen. Ich werde das erst punkten. Überall, dass es erstmal fest ist. Die Schwierigkeit an der Sache ist jetzt natürlich, das so rauszuschneiden, dass wir das Blech richtig angesetzt kriegen. Ich will ungern überlappend machen, sondern ich will wirklich auf Stoß schweißen. Und das ist halt der schwierige Part daran, das wirklich näher auf Stoß hinzukriegen. Dafür muss ich jetzt wirklich viel rumschnibbeln, immer Stück für Stück mich ranarbeiten, dass ich dann wirklich auf der Kante bin. Ich zeige es euch gleich, bevor ich das Blech einschweiße. Aber das mache ich jetzt erstmal. Los geht's. Schweißi, schweißi. Mir läuft auch schon schweißig hier. So, das Teil habe ich jetzt komplett rausgetrennt hier. Und das Blech habe ich auch schon angepasst. Also was heißt angepasst? Wirklich so gut es ging. Kommt das jetzt hier so rein. Muss mir das halt immer so ein bisschen hindengeln. Ich werde das jetzt erstmal punkten. Und dann werde ich mir das immer so ein bisschen hinkloppen. Hier muss ich gucken, wie ich das Loch hier zukrieg. Ist halt echt tricky, das wirklich auf Stoß genau hinzukriegen, dass das hier genau reinpasst. Man hat natürlich immer so ein paar Lücken. Müssen gucken, ob wir das wirklich zukriegen, zuschweißen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Ihr wisst, ich bin kein Karosseriebauer. Ich mache hier das alles zum ersten Mal. Und ich denke, dafür ist das ganz okay. Ich will jetzt auch nicht den Tag vor dem Abend loben. Also ich werde das jetzt erstmal einpunkten. Gucken, wie ich das hinkriege, ob das auf Stoß gut passt. Muss jetzt natürlich erstmal die ganzen Kanten ein bisschen schleifen, damit wir eine gute Schweißoberfläche haben quasi. Und dann punkten wir das erstmal an. Ich halte euch auf dem Laufenden hier. Die Kanten sind geschliffen. Das mache ich hier immer mit so einer Reinigungsscheibe, nennen die sich. Damit kriegt man den Lack ganz gut runter. Bei dem Blech, ich glaube, ich hätte das gar nicht machen müssen, hier diese Kanten anschleifen. Weil die Farbe, die hier drauf ist, kann natürlich sein, dass die schon wie so eine Art Schweißprimer ist. Ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, man muss die gar nicht anschleifen. Bin mir aber unsicher, deswegen habe ich sie angeschliffen. Sicher ist sicher. Hier sieht man auch schon den Träger vom T3 hier. Da muss man natürlich extrem aufpassen, wie tief man hier schneidet, weil hier ist nicht wirklich viel Platz. Ich habe es auch ganz leicht angeritzt da. Bisschen Flugrost auf jeden Fall, aber ist ja ganz normal. Wir werden das näher gut konservieren hier von unten. Und dann sollte das auch erstmal wieder ein paar Wochen halten hier. Machen wir mal das Schweißgerät startklar.
So, folgende Situation. Also erstmal, so sieht das jetzt erstmal aus hier. Ist, wie gesagt, keine Meisterarbeit. Aber wenn wir ja die Schweißpunkte hier verschliffen haben, sieht das wieder gut aus. Auf jeden Fall, was ich zeigen wollte, wir haben ja hier hinten so einen Spalt. Und man sieht ja auch schon, bin ich schon ein paar Mal durchgeschossen. Hier an der Stelle genau dasselbe. Und das hat mal jemand in die Kommentare geschrieben, wenn ich ein Stück Kupfer, also Kupferblech, quasi jetzt hier mal so hinterlege, wenn ich da so rankomme, muss ich mal gucken, muss ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen hinbiegen irgendwie. Obwohl doch, es geht. Also sieht man es, ist jetzt das Kupferblech dahinter. Dann kann man wohl das Loch besser zuschweißen, ohne dass man durchschießt. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Bin gespannt. Jo Leute, das ist auf jeden Fall mal ein richtig guter Tipp gewesen. Das Kupferblech ist noch ein bisschen warm. Ah, das hat super funktioniert, ey. Geil. Und dafür liebe ich meine Community, für solche Tipps. Weil solche Tipps helfen mir echt weiter. Auf jeden Fall, das hat richtig geil funktioniert. Das gleiche machen wir jetzt hier natürlich auch. Und an der Stelle derjenige, der mir den Tipp gegeben hat, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, kein Tutorial hier, wie man was macht. Aber diesen Tipp muss ich auf jeden Fall an euch weitergeben. Wer selber schweißt und so. Und das noch nicht wusste, geil. So, das hätten wir auf jeden Fall. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt alle Schweißpunkte nochmal so ein bisschen verbunden quasi. Und ich denke, das ist so ganz okay. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich schleifen. Dafür habe ich ja diese Fächerscheiben. Es haben auch schon mehrere geschrieben, warum ich keine Schrubbscheiben nehme. Auch ein guter Tipp. Würde ich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich muss mir erstmal welche holen. Ich habe nämlich keine Schrubbscheiben hier, würde ich gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert, wie gut das funktioniert. Immer wieder was Neues und ich finde, dieses Blech ist wieder gut gelungen. Klar, wie immer, keine Profiarbeit, aber meine Schweißskills werden echt immer besser und dann macht das auch echt Spaß, ne? Genau, den Rest schweiße ich dann auf jeden Fall ohne Video. Das werde ich jetzt nicht extra nochmal filmen. Wir haben es ja jetzt einmal oder zweimal, dreimal gesehen. Aber was wir auf jeden Fall in dem Video noch machen, ist die Rückbank ausbauen. Weil ich bin sehr gespannt, wie das unter der Holzplatte aussieht. Ich hoffe, wir finden nicht noch mehr Rost. Aber das finden wir jetzt auf jeden Fall noch raus. Bleibt noch kurz dran. Es wird nochmal spannend, ob wir noch mehr Rostlöcher finden. Schauen wir mal. Ich habe ein bisschen für Beleuchtung gesorgt. Ich hoffe, das reicht so, dass ihr auch was sehen könnt. Ich baue jetzt fix die Bank hier aus. Ich sag niemals fix, ey. Das dauert bestimmt wieder Jahre. Erstmal gucken, wie der Tier überhaupt befestigt ist. Ja, die Kenner sehen es schon. So eine Bank gehört hier eigentlich normalerweise gar nicht rein. Die fliegt auch definitiv raus. Hier soll wieder die originale Bank rein. So eine braune mit Kunstleder bezogene, glaube ich. Wie sie original auch in die Doka gehört. Also die Rückenlehne war ja noch die originale, aber die Bank wurde halt getauscht. Und da will ich gerne wieder eine originale Sitzbank haben. Ich weiß nicht, ob ich das Gestell behalten kann oder ob ich auch das originale Gestell brauche, muss ich mal gucken. Die Schrauben sind von unten gekontert, unter dem Bus. Sagt bei alten Autos niemals, mach mal fix. Geht immer in die Hose, immer. Ich guck jetzt erstmal, ob ich von unten irgendwie die Schrauben sehe, wo die gekontert sind. Ja doch, Schraube ist gefunden. Ich glaube, man sieht es eh auf der Kamera nicht. Ich habe die jetzt hier unten mit einem 13er Schlüssel gekontert irgendwie. Aber ich habe leider keinen hier, der mal festhält. Oh, tatsächlich funktioniert. Ich darf jetzt bloß nicht zurückdrehen, dann fällt nämlich unten der Schlüssel ab. Ja, genau das meine ich. So, die ersten beiden Schrauben habe ich gelöst. Bin alleine hier, deswegen muss ich mir jetzt irgendwie zu helfen wissen, weil ich gerne die Bank heute noch raus haben will. Und jetzt sieht man hier, ich habe ja schon eine Konstruktion gebaut. Da hinten sieht man 13er Schlüssel drauf mit einem Rohr, was hier quasi gekontert ist. Und jetzt schraube ich von unten die Mutter ab, wenn ich meine Ratsche wieder finde. Ja, Not macht mal wieder erfinderisch hier.
Nee. Wo ist er denn? Bin ein Genie, Leute. Hat super funktioniert. Super Konstruktion hier. Da muss ich mal Patent drauf anmelden. Mal eben fix Sitzbank ausbauen, ist klar. Und jetzt kann auch schon die Sitzbank... Schon. Die Sitzbank raus. Noch irgendwo verschraubt. Oh, nee, ne. Die Bank ist so versifft, ey. Ich glaube, der hat hier einen Hund immer transportiert. Aber gleich haben wir die Bank draußen. Ich bin fix und fertig. Ich dachte, das ist das Einfachste, hier die Bank mal fix auszubauen. Der macht Schweißen ja viel mehr Spaß, ey. Lieber finde ich noch mehr Rost, als dass ich eine Bank ausbauen muss. Obwohl, nee, der sagt halt lieber nicht so laut, ey. So. Ach, jetzt sind hier die Gurte auch noch dran, ey. Oh, bitte ohne irgendwas kaputt zu machen. Muss das immer so kompliziert sein alles? Ich weiß nicht, warum er hier so eine Bautenschutzmatte drin hat. Weiß nicht, ob vielleicht einfach nur als Lärmschutz. Jupp. Oh, die Platte natürlich so zugeschnitten, dass die hier gerade so reinpasst. Auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt. Aber der erste Blick entscheidet ja nie. Alter, ich schwitze. Guckt euch das mal an. Puh. Wo ist mein Hansfeger? Mehr Licht brauchen wir auf jeden Fall, damit wir uns das wahre Übel hier angucken können. Ich brauche eine vernünftige Lampe. So, jetzt aber. So sieht das Ganze hier aus. Hier steht jetzt zwar die Platte noch drin, aber hier hinter sieht es echt gut aus, nur dreckig. Wir gehen weiter auf Erkundungstour. Hier ist eigentlich nur Dreck, hoffe ich. Aber auch ein bisschen Feuchtigkeit. Ja, und hier sehen wir schon. Ja, super Rost. Ich habe dich nicht vermisst. Überall so Kantenrost hier auf jeden Fall. Aber Schraubenzieher-Test. Hier sind ein paar Bleche übereinander. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee, warte mal, hier ist ein Loch. Was sehr original aussieht, ist nämlich kreisrund. Und hier ist dann wahrscheinlich durch das Loch die Feuchtigkeit hochgewandert. Hier und das Blech. Und natürlich weggerostet. Also ich werde das hier auf jeden Fall abschneiden. Aber es sieht jetzt nicht durch aus. Also nicht durchgerostet auf jeden Fall. Hier hinten wollte ich nochmal gucken. Hier wurde schon mal was geschweißt. Also von außen ist hier ein Blech drauf. Aber hier sieht es auch alles noch sehr human aus. Ich weiß, das sage ich immer und dann pulle ich und dann bin ich durch. Aber bis jetzt geht das so einigermaßen. Andere Seite, also so erstmal im Gesamten. Es wurde auf jeden Fall schon mal mit Rostschutz bestrichen hier. Hier wieder nur Dreck. Hier hinten sehen wir leider nicht mehr viel. Echt unbedingt anderes Licht besorgen. Blechmäßig sieht das hier richtig gut aus. Hier ist ein bisschen Flugrost. Und hier unter der Platte, hier auch in der Ecke, richtig gut. Also das sage ich selten bei dem Bus. Das ist echt mal richtig gut hier. Geil. Endlich mal eine Stelle oder ein Bereich, der nicht durchgerostet ist. Sieht man mich noch? Ich glaube, man will mich gar nicht sehen. Ich bin total verschwitzt, ey. Ich bin total durch, weil ich hier in der Ducker rumrobbe. Auf jeden Fall, das wollte ich jetzt nochmal mit euch zusammen schauen, wie das hier unter aussieht. Und ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Ich werde jetzt die Tage weiterschweißen, zeige euch das Ergebnis dann in irgendeinem der nächsten Videos auf jeden Fall. Hier fliegt ein großes Flugzeug anscheinend. Genau, auf jeden Fall, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich mache jetzt hier Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Macht's gut, Leute, haut rein. Adieu.